Ja, hilf mir, ich bin anders. Ne? Ja, ich bin auch anders, aber mir soll keiner helfen, weil ich will anders sein. Will das der Baum? Also, ich weiß nie, ob das der Baum will. Also, ich weiß nie. Ey, das ist Körperverletzung. Lass den Baum in Ruhe. Frag den Baum bitte vorher. Oder beim ersten Date geht man vielleicht erst mal in eine Baumschule und lernt sich vielleicht ein bisschen kennen. Das muss man dann, warum? Warum macht man sowas? Warum gibt's sowas? Ich will das nie sehen. Das hat gut getan. Aha. Wisst ihr, ich muss dazu sagen, ich verstehe das ja. Ich habe auch schon Menschen gesehen, die Bäume umarmt haben. Alter, die Wärme macht mich kaputt hier. Umarmt haben. Finde ich in Ordnung. Ne? Wir brauchen halt wieder mehr Nähe zur Natur. Aber wenn ihr schon Bäume umarmt, fällt die doch bitte. Ich brauche Kaminholz. Ich brauche Hitze in der Bude. Ich brauche Hitze im Winter. Ich gehe doch nicht zu so einem Seminar, wo ich 200 Euro bezahlen muss, nur um Bäume zu umarmen. Ich brauche Kaminholz. Bei den 200 Euro, da will ich aber wenigstens den Baum mitnehmen. Ne? Da bin ich auch eins mit der Natur. Da bin ich auch der Natur näher gekommen. Und die Natur gibt mir Feuer. Die Natur gibt mir wieder was zurück. Und ich gebe der Natur was zurück. Jetzt auch noch die Bank. Ich glaube, er hat einen Fetisch, also er mag Holz. Er scheint einer extremen Form von sexueller Belästigung zu leiden. Anders kocht es sehr schmal. Ja, mal. Anders lebt zu Hause bei seiner Mutter Thea. Seit dem Tod seines Vaters haben die beiden ein ganz spezielles Verhältnis. Oh von Gott. Anders heimlichem Drang hat die... Was macht denn der? Was ist denn los mit denen? Schön, dass du da bist. Hallo Mama. Hallo Knuffelchen, komm her. Oh, schön. Warum gibt's sowas? Oh, ich hab dich so lieb. Wollen wir heute noch ein bisschen puzzeln? Wir puzzeln noch ein bisschen. Wir werden mal schön einsam puzzeln. Das könnte hierhin passen. Das sieht nach einer sehr gesunden Mutter-Sohn-Beziehung aus. Ja. Dorotheas Verhalten könnte der Grund für Anders außergewöhnlichen Unterleib sein. Denn sie nötigt ihn zu Kontakten mit Gleichaltrigt, der schädlich für seine Entwicklung ist. Anders sollte seine sexuellen Erfahrungen mit Gegenständen machen. Das macht mir wirklich große Sorgen. Wirklich groß. Oh, nee. Also, ich glaube, in der Familie ist ne Stammbaum im Kreis. Ich glaube, der Stammbaum ist ein Kreis. Guckt euch mal die Frisur und sowas an. Das ist schon der erste Indiz dafür. Bis später, Mama. Bis später. Naja, es bleibt alles in der Familie, ist ja auch nicht schlimm. Ist anders. Es ist ihr nicht bewusst, aber sie missbraucht ihren Sohn psychisch. Durch ihre Fixierung auf Anders versucht sie, den Verlust ihres Mannes zu kompensieren. Ich frage mich, wie das noch weitergehen soll. Jetzt frage ich mich auch. Kurz darauf. Anders steht ständig unter Druck. Was soll denn das? Wo wird gerade geschubst? Anders Macht würde man zwar allgemein als sexuelle Belästigung bezeichnen, erst einmal einfach weitergehen. Anders ist völlig überfordert mit seinem Zwang, sich zu reiben. Sein bester Freund Nils weiß davon nichts. Ah, ja. Hey, Anders, wie geht's? Gut, und dir? Der ist nie anders. Du siehst so durch den Wind aus. Hast du irgendwie einen Geist gesehen oder sowas? Quatsch, alles okay. Wirklich? Na komm. Alles okay. Alles kannst du machen. Ich kann nur hoffen, dass er halt andere Probleme findet. Das ist Nils seine außergewöhnlichen Unterleib zu beichten, kommt für Anders noch nicht in Frage. Ich wünsche ihm aber Probleme. Das wäre der erste Schritt in die richtige Richtung. Das hat übrigens damals mein Hund auch immer gemacht. Da war ich noch ein kleiner Bubele. Und der hat mein Bein ganz fest lieb gehabt. Und mein Bein hat auch mal geklebt. Ich wusste nie, was er von mir wollte. Keine Ahnung, was er. Vielleicht war das hier anders. Vielleicht war der Hund einfach anders. Nee, ich will das gar nicht. Nee, ich kann das alles nicht mehr. Vielleicht war es gar kein Hund, vielleicht war es ja irgendjemand anders. In Hundekostüm. Ne? Gab's ja hier, ich glaube. Wer war denn das? Ich hab irgendwo mal gelesen, ein Japaner hat sich jetzt so ein Hundekostüm sieht richtig lebensecht aus, ne? Also in seiner Fantasie. Für 20.000 oder so zusammenschneidern lassen von so einer Spezialfirma. Ja gut. Ne? Warum nicht?
Kann man ja mal mieten. An dir zu gehen ist mir echt auf den Sack. Hey Laura, wir müssen mal reden. Ey, stell dich mal hinten an. Ah. Ja, ich geh schon hin. Versuch dir mal ein Leben. Das heißt, die ganze Folge ist anders. Ich will Anders von dir zu einem richtigen Mann machen lassen. Bitte was? Anders sieht einfach scheiße aus. Ja, aber ich glaube, beim hält er die Klappe. Immerhin bist du der Profi. War ja klar, dass Anders zu groß für dich ist. Zu groß für mich? Für mich ist überhaupt nicht zu groß. Das ist wirklich gut. Die beiden machen Anders erstes Mal zum Gegenstand einer Wette. Aber wenn sein Freund erfährt, wie das Ganze... Das ist wirklich kann, gut. Ich glaube, das wurde hier nicht zusammengeschnitten. Ich glaube, genauso hat sie das gesagt. Gut, Entwicklung stürzen. Hey, du bist Anders, oder? ja. Kann man mit... Ich habe dich schon öfter hier gesehen. Ganz schön Anders. Ich finde dich echt süß. Ach echt? Ja klar. Sag mal, wie siehst du eigentlich ohne Brille aus? Anders. Mit deiner Mach Brille, die Brille wieder drauf. Viel besser. Du hast voll die geile Brille. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nee. Und ich bin deine Mutter und ich bin echt heiß auf dich. Alter, das ist jetzt hier. Ich bin immer weg. Sowas kenne ich nicht. Und hier sehen wir ganz deutlich, dass das Reiben für Anders ein Vergnügen ist. Seine Art der Stressbewältigung. Denn irgendwann wird es jemandem auffallen. Und dann könnte es für Anders sehr gut werden. Abzubauen. Ja, das Video war anders. Was habe ich mir jetzt... Das kann man kein erzählen. Was ich mir hier angeguckt habe. Nee, und das lief im Fernsehen. Das lief wirklich im Fernsehen. Das ist. Nee. Ihr seid alle anders. Nee, das ist. Ich glaube, wir sind alle anders. Wir sind alle anders eine Person. Ich weiß noch nicht mal, was ich dazu sagen soll. Also, das Video war halt einfach anders. Ne? Das war einfach anders. Guckt unbedingt das Originalvideo an, lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Wortschein da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Denn das nächste Video wird, denke ich mal, anders. Ne? Haut rein und tschüss.